Genau, das ist die sogenannte Operation EUNAVFOR Med oder auch jetzt SOFIA genannt. Das hört sich dann irgendwie besser an. Das ist eine schon seit über 2 Jahren bestehende Militäroperation, wo Deutschland auch daran beteiligt ist, der EU. Und die dient vor allen Dingen der sogenannten Schleuserbekämpfung, wie es im Mandat heißt, aber auch durchaus der Kooperation mit Libyen. Und das wird dann als Bekämpfung von Fluchtursachen manchmal verkauft, ist es aber nicht, sondern es werden, wie gesagt, kommerzielle Fluchthelfer bekämpft. Und am Rande sozusagen, weil man völkerrechtlich dazu verpflichtet ist, werden auch Flüchtlinge gerettet, auch von Schiffen von EUNAVFOR Med. Aber die Rettung von Flüchtlingen ist nicht das Mandat dieser Operation. Also es ist eher so ein unangenehmer Begleiteffekt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wie unangenehm das sozusagen aufgefasst wird. Es ist schon teilweise so gewesen, dass tatsächlich auch viele Menschen gerettet wurden durch Schiffe von EUNAVFOR Med bzw. von SOFIA. Aber es ist nicht der mandatierte Zweck dieser Mission. Und dafür ist auch das Militär eigentlich gar nicht geeignet, sondern das wären zivile, professionelle zivile Rettungsorganisationen und Rettungsstrukturen, die dafür auch geeigneter wären. Am Anfang, als es dieses Programm aufgelegt wurde, hat man ja gedacht, jetzt fahren da Kriegsschiffe aus, um Schleuserboote zu zerstören und die organisierte Kriminalität in Libyen und so weiter auszuschalten, die ja schuld daran ist, dass Menschen über das Mittelmeer kommen. Ja, es ist natürlich schon so, dass auch versucht wird, da Schleusernetzwerke zu bekämpfen. Aber de facto gibt es eben auch eben die Kooperation mit Libyen, mit der libyschen Küstenwache auch, die ja selbst kriminelle Strukturen hat. Und ich sag mal so, das ganze Schleuserwesen und Schlepperwesen ist ja im Grunde genommen ein Symptom. Ja? Es ist ja keine Fluchtursachenbekämpfung. Man kämpft sozusagen auf der Symptomebene, ohne die eigentlich zugrunde liegenden Fragen zu behandeln. Am Ende geht es dann doch um letztlich die Bekämpfung von unerwünschter Migration, die dann halt aufgrund der Zustände, die wir gegenwärtig haben, oftmals über Schleuser abgewickelt werden. Ich habe ja auch die Anfrage so genannt an die Bundesregierung, wo jetzt die Antwort vorliegt. Und die Bundesregierung hat sich da ziemlich pikiert gezeigt und gesagt, nein, nein, das ist keine Bekämpfung unerwünschter Migration, wie unser Titel der Anfrage war. Was hat Ihre Anfrage denn jetzt ans Tageslicht gebracht? Naja, so einige Zahlen zum Beispiel, dass die bisherige, erstmal die Zahlen halt, der kostet bisher 200 Millionen Euro, was EUNAVFOR Med gekostet hat, als oft auch die Festsetzung von 100 oder die Feststellung von 148 verdächtigen Fluchthelfern, sogenannten Schleusern und vor allen Dingen solche Zahlen. Und dann haben wir immer viel gefragt, auch natürlich nach der Haltung der Bundesregierung zu diesem oder jenem. Da geht es ja vor allen Dingen zum Beispiel auch um die Frage Italien. Das ist jetzt die große Debatte, weil jetzt Italien auf eine Neukonfiguration von EUNAVFOR Med drängt, weil bislang so war, dass Flüchtlinge dann in Italien sozusagen ausgeschifft wurden. Und nach dem Dublin-II-System ist ja dann das Land verantwortlich für die Asylanträge, in dem die geflüchteten Menschen ankommen. Das ist eben Italien. Und wir haben natürlich Dublin-II immer kritisiert, weil man wälzt ja praktisch dann ein Problem auf einzelne Länder ab. Und das ist jetzt gegenwärtig natürlich ein großer Streit. Ja. Also es geht Deutschland um. blockiert ja immer die Reform von Dublin II und deswegen muss man sich dann auch nicht wundern, wenn sozusagen plötzlich wie vor einigen Jahren dann auf einmal Deutschland sagt, so jetzt müssen wir aber die Flüchtlinge verteilen, dass dann auch wieder Widerstand von anderen Seiten kommt. Also es geht jetzt um die aus Seenot geretteten Geflüchteten, die dann von den Schiffen praktisch runtergeholt werden Genau, sollen. genau. Das ist sozusagen jetzt so, also bisher so gewesen bei EUNAVFOR Med bzw. SOFIA, dass die in Italien von den Schiffen runter konnten und dann dort in das Verfahren gekommen sind. Und das ist, was Italien nicht mehr mitmachen will und jetzt blockiert und sagt, das ist nicht mehr automatisch so, dass die hier anlanden können. Und jetzt gibt es ziemlich heftige Verhandlungen zwischen der EU einerseits und Italien, wie man jetzt weiter mit EUNAVFOR Med verfährt.
Was ist denn dann jetzt das Ziel? Wie will man da weiter die Fluchtwege begrenzen? Ja, man nennt das ja offiziell nicht so, sondern man sagt, man bekämpft die kriminellen Schleuserbanden. Das ist aber dann de facto, geht es dann auch um die Begrenzung der Fluchtwege. Beim Europäischen Ratsgipfel jetzt im Juni wurden ja sogenannte Ausschiffungsplattformen beschlossen, das heißt Zentren oder Lager, die dann auch praktisch, also wo Menschen auch eingesperrt werden können, die aufgebaut werden sollen, unter anderem eben auch in Nordafrika, auch in Libyen. Und das ist sozusagen jetzt, was auf Seiten des Europäischen Rates an Vorstellungen da ist. Wie weit das jetzt konkret umsetzbar ist, muss man erstmal sehen, weil auch die afrikanischen Staaten das auch nicht so, also sie haben dagegen bis jetzt protestiert. So, jetzt vermute ich mal, dass diese Strategie weitergehen wird, dass die EU versucht, vor allen Dingen nordafrikanische Staaten, aber sogar darüber hinaus, praktisch als Türsteher aufzubauen, die sozusagen Fluchtbewegungen beschneiden sollen. Und das dann durch irgendwelche Gegenleistungen und Abkommen sozusagen schmackhaft gemacht werden soll. So ähnlich wie der Flüchtlingsdeal mit Erdogan. Ja, man macht halt mit den einzelnen Staaten dann entsprechende Abkommen. Das Problem ist natürlich auch dabei, dass es neben dem, dass wir das auch für inhuman halten und das Teil einer Strategie Festung Europa ist. Darüber hinaus stärkt man auf diesem Wege auch autoritäre Regime, wie man das ja auch beim Flüchtlingsdeal mit Erdogan auch sehen konnte. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Regime wie in Libyen oder auch anderen Staaten. Wobei man jetzt sagen muss, bei Erdogan ist ja zumindest von der Menschenrechtslage für die Geflüchteten da bis jetzt noch nichts rausgekommen, dass die irgendwie besonders schlecht war. Naja, die Situation, also es gibt jetzt nicht wie in Libyen Lager, wo Menschen in KZ-ähnlichen Zuständen vegetieren müssen. Die Berichte, die ja auch offiziell bestätigt sind, auch nach Einschätzung der Bundesregierung, die sind ja grauenhaft, die man aus Libyen hört. Sowas gibt es natürlich in der Türkei nicht. Das heißt aber nicht, dass die Situation der Geflüchteten in der Türkei besonders gut ist. 90% der Geflüchteten dort sind praktisch ohne jede Unterstützung und müssen sich dann irgendwie als Billiglöhner durchschlagen. Und das ist natürlich auch kein besonders guter Zustand. Deswegen wollen ja auch viele dann wiederum weiter. Also ich will jetzt nicht das in der Türkei mit Libyen vergleichen, aber ich will auch nicht sagen, dass die Lage der Flüchtlinge in der Türkei besonders gut ist.